Der Postillon-Wochenrückblick. Montag. Wie heute bekannt wurde, kam FDP-Chef Christian Lindner bereits als 40-jähriger erwachsener Profi zur Welt. Aus diesem Grunde ist es für ihn unbegreiflich, warum unerfahrene Schüler für eine bessere Zukunft auf die Straße gehen. Dienstag. Immer mehr Menschen greifen zu einem einfachen Trick, um gegen die hohen Mieten anzukämpfen. Sie ziehen kurzerhand in einen Karton auf die Straße. Mittlerweile wenden rund 52.000 Bundesbürger diese clevere Methode an. Mittwoch. Kurz nachdem er sich von seinem geliebten Dieselauto trennen musste, kaufte sich dieser Mann aus Hildesheim eine nagelneue Boeing 737 MAX 8. Nun ist er stinksauer, weil er seine Maschine nicht mehr nutzen darf. Donnerstag. Bayern-Präsident Uli Hoeneß fordert die UEFA dazu auf, nach dem Brexit alle britischen Fußballclubs von der Champions League kategorisch auszuschließen. Alles andere sei ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Freitag. Dank Sturmtief Franz kann der Hauptstadtflughafen BER voraussichtlich früher als geplant eröffnet werden. Die starken Winde der vergangenen Tage sollen zahlreiche Bauteile an die richtigen Stellen geweht haben. Außerdem, Familie Hempel räumt endlich unterm Sofa auf. Das war der Postillon-Wochenrückblick. Bis nächste Woche.